Ich werde heute sprechen über Empörung und zivilen Ungehorsam und ich werde das Ganze aber auch mit der Flüchtlingsbewegung in Zusammenhang bringen. Dafür werde ich zunächst die wichtigsten Kriterien zivilen Ungehorsams nennen und auch ganz kurz auf die Idee eines weltbürgerlichen Ungehorsams eingehen. Das ist eine Idee von mir und dieser weltbürgerliche Ungehorsam kann nicht nur auf globaler Ebene vonstatten gehen, sondern er kann auch von Flüchtlingen ausgeübt werden. Und abschließend werde ich auf den Zusammenhang zwischen zivilem Ungehorsam und Empörung eingehen. Meine These diesbezüglich ist, dass beide ein enormes transformatives Potenzial entfalten können. Und zwar dadurch, dass sie beide gleichermaßen eine kritische Haltung gegenüber und eine normative Einbindung in das kritisierte gesellschaftliche System aufweisen können. Ziviler Ungehorsam ist ein mittlerweile anerkannter und legitimer Teil politischer Partizipationsmöglichkeiten, sowie auch zum Beispiel Wahlen oder Volksabstimmungen. In einigen Punkten unterscheidet er sich aber ganz klar von diesen. Das Schöne an zivilem Ungehorsam ist, dass er zunächst unabhängig zu sein scheint, sowohl vom Bildungshintergrund als auch von ökonomischen oder auch anderen Machtverhältnissen. Was brauchen wir, um zivilen Ungehorsam ausüben zu können? Wir brauchen den gemeinen Menschenverstand. Dieser gemeine Menschenverstand wird gerne verwechselt mit dem gesunden Menschenverstand. Worum es beim gemeinen Menschenverstand geht, ist die Allgemeinheit. Er ist deshalb der allgemeine, an der Allgemeinheit orientierte Menschenverstand. Und diesen finden wir zum Beispiel bei John Rawls im Common Sense of Justice, dem Gerechtigkeitssinn oder auch bei Habermas in der Formulierung, dass nur solche Normen gerechtfertigt sind, die ein verallgemeinerungsfähiges Interesse zum Ausdruck bringen. Ich werde jetzt zunächst auf ein Beispiel zivilen Ungehorsams eingehen. Eine Aktion, von der wir heute schon gehört haben, der Marsch der Unentschlossenen vom Zentrum für politische Schönheit in Berlin 2015. Und das schließt ganz gut an meine Vorrednerin an, weil ich auf das Ende dieser Aktion eingehe. Ich werde also nicht auf die kontroversen Aspekte eingehen, die möglicherweise stattgefundene Exhumierung und Transportierung von Leichen. Das werde ich alles ausblenden, sondern ich werde mir das Ende angucken, von dem wir auch schon kurz gehört haben. Das Zentrum für politische Schönheit hat einen Nichtaufruf gestartet, nachdem es diese ganzen Kontroversen im Vorhinein gab. Sie haben dazu aufgerufen, dass die Menschen nicht den Rasen betreten sollen. Und sie sollen bitte keine Spaten mitbringen. Sie sollen auf gar keinen Fall kleine symbolische Gräber errichten. Das hat funktioniert. Wir sehen hier ein Bild. Die Menschen haben die Rasenfläche vor dem Reichstagsgebäude gestürmt und haben dort symbolische Gräber errichtet. Das lässt sich meines Erachtens nach eindeutig als eine Aktion zivilen Ungehorsams einordnen. Und zwar nur dieser Teil, wo dort diese Rasenfläche betreten wurde und die Gräber errichtet wurden. Denn wir haben hier das Überschreiten einer Regel, eines Verbotes oder eines Gesetzes. In dem Fall ist es das Betreten der Rasenfläche. Damit wurde symbolisch gegen etwas anderes protestiert. Es ging den Menschen nicht darum, dass sie die Grünfläche anders gestaltet haben wollten. Sie haben mit dieser Umgestaltung dieser Grünfläche und dem Betreten alleine schon, was verboten war, symbolisch gegen die Flüchtlingspolitik protestiert. Und damit haben sie sich auch gegen eine Ungerechtigkeit gewandt, nämlich den Tod vieler Flüchtlinge an den Grenzen. All das sind zunächst typische Merkmale zivilen Ungehorsams. Und ich habe eine Sammlung an Kriterien zusammengestellt, wobei ich mich an den Klassikern und der Klassikerin, wenn es um Theorien zivilen Ungehorsams geht, orientiert habe, nämlich neben John Rawls, vor allem Jürgen Habermas und auch Hannah Arendt. Insbesondere bei Rawls ist ziviler Ungehorsam eine Reaktion auf ungerechte Aspekte einer an sich aber anerkannten, weil annähernd gerechten Gesellschaftsordnung. Allein darüber lässt sich streiten. Die Frage, was denn eine annähernd gerechte Gesellschaftsordnung ist, finde ich, ist bereits strittig. Wir können darüber debattieren, ob wir in einer annähernd gerechten Gesellschaft leben. Und wir können mit Sicherheit darüber debattieren,
ob zum Beispiel Russland eine annähernd gerechte Gesellschaftsordnung ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann dort, wenn wir diese Definition so ansetzen, kein ziviler Ungehorsam geübt werden. Die Frage ist, ob der Begriff des zivilen Ungehorsams vielleicht erweitert werden sollte oder ob dann solche Aktionen anders benannt werden sollten. Im Übrigen wäre auch die Weiße Rose kein ziviler Ungehorsam, weil das Dritte Reich mit Sicherheit kein annähernd gerechtes Gesellschaftssystem war. Ich nenne diese Kriterien allerdings nicht, um bestimmte Aktionen von zivilem Ungehorsam auszuschließen, sondern genau andersherum. Ich lege einen relativ engen Maßstab an für zivilen Ungehorsam, weil wenn wir dann eine Aktion all diesen Kriterien zuordnen können, dann können wir mit Sicherheit sagen, dass es sich um zivilen Ungehorsam handelt. Das ist meine Absicht. Wenn wir also Rawls folgen, dann ergibt sich daraus, dass das System prinzipiell anerkannt wird, dass der zivile Ungehorsam ein Korrektiv der bestehenden Ordnung ist. Das unterscheidet ihn von der Revolution, die das Gesellschaftssystem an sich kritisiert und auch umwerfen möchte. Und von der Revolution und insbesondere von Revolten unterscheidet den zivilen Ungehorsam außerdem, dass er gewaltlos vonstatten geht. Das ist ein weiterer Punkt, über den man sehr schön kontrovers diskutieren kann. Allein schon die Frage, wo Gewalt anfängt und wo sie aufhört. Wir haben heute von körperlicher Gewalt gehört. Die Frage ist, wann symbolische Gewalt anfängt und ob sie dann dazu führt, dass es sich nicht mehr um zivilen Ungehorsam handelt. Auch darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, sondern ich werde mir eben gerade Aktionen anschauen, die ganz klar gewaltlos vonstatten gegangen sind. Dadurch, dass, wenn wir eine Aktion als gewaltlos einordnen, dadurch ergibt sich dann auch, dass sie in diesem Fall die illegale Tat legitim sein kann. Es ist leichter, eine Tat zu legitimieren, wenn sie gewaltlos vonstatten geht. Und der zivile Ungehorsam muss eben gerade auf gewisser Ebene illegal sein. Er muss nämlich gegen ein Gesetz oder eine Norm verstoßen. Und die Aktionen zivilen Ungehorsams, die wir gleich anschauen werden, verstoßen eben gegen Gesetze, sind dadurch illegal, sind aber von kriminellen Akten zu unterscheiden durch ihre Legitimität. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Aktionen öffentlich sein müssen, und zwar öffentlich im doppelten Sinne. Zum einen müssen sie in der Öffentlichkeit stattfinden, sie müssen sich aber auch an öffentlich anerkannten Prinzipien orientieren, wie Rawls es formuliert. Dadurch setzen sie sich letztlich auch der Legitimierung selbst aus. Das funktioniert gut, wenn sie symbolisch sind, wenn zum Beispiel hier eine Grünfläche zerstört wird, nicht weil ich die Grünfläche nicht mag, sondern ziemlich eindeutig klar ist, das mache ich, weil ich mich gegen die Flüchtlingspolitik richten möchte. Und bei Arendt und Habermas haben wir dann noch ein weiteres Kriterium, das bei Rawls gewissermaßen schon im Common Sense of Justice enthalten ist, nämlich die Dimension der anderen. Bei Arendt und Habermas ist ziviler Ungehorsam ganz explizit kein Privatvergnügen. Dadurch würde auch Henry David Thoreau letztlich rausfallen aus der Definition. Das sind, wie gesagt, jetzt sehr strenge Kriterien, die ich eben gerade deshalb so streng auch gezeichnet habe, weil ich denke, dass wir dadurch dann bestimmte Aktionen als zivilen Ungehorsam legitimieren können. Und dabei ist es von Bedeutung, zwischen Recht im Sinne von dem herrschenden Gesetz, also dem positiven Recht auf der einen Seite, und Recht im Sinne von Gerechtigkeit oder Legitimität zu unterscheiden. Habermas schreibt, dass das Recht auf zivilen Ungehorsam in der Schwebe zwischen Legitimität und Legalität bleiben muss. Warum? Wenn wir eine Tat, die wir als zivilen Ungehorsam beschreiben, legalisieren würden, hätten wir zum einen das Problem, dass wir eine illegale Tat legalisieren müssten. Abgesehen davon würde ich sagen, dass wir dieser Tat dadurch aber auch ihr transformatives Potenzial nehmen würden. Sie zu illegalisieren wäre noch schlimmer. Habermas schreibt: Der Rechtsstaat, der zivilen Ungehorsam als gemeines Verbrechen verfolgt, gerate auf die schiefe Bahn eines autoritären Legalismus.
Wir können dem Problem, dass der zivile Ungehorsam zwischen Legalität und Legitimität in der Schwebe bleibt, dadurch begegnen, dass wir ihn als einen politischen Akt verstehen. Und schon bei Rawls, der das auch so formuliert, der ihn als einen politischen Akt begreift, befindet sich der zivile Ungehorsam gerade dadurch jenseits abstrakter Legalität und individueller Moralität. Und das ist gut so, weil beide kontingent sind. Die Legalität, das heißt das positive Recht, die Gesetze, sind innerhalb eines Rechtsstaats immer legal. Und im Dritten Reich waren eben Gesetze per se legal, die wir mit Sicherheit nicht als legitim anerkennen würden. Und auch die individuelle Moralität kann falsch laufen. Sie kann auf falschen Prämissen aufruhen. Sie kann auf falsche Überzeugungen aufbauen. Und sie ist nicht unabhängig von äußeren Einflüssen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass beide sich der Legitimierung aussetzen müssen und können. Und eine Möglichkeit, sie zu kritisieren und dadurch letztlich auch zu legitimieren, im besten Falle, ist eben ziviler Ungehorsam. Habermas leitet daraus sogar eine Pflicht, eine potenzielle Pflicht zum zivilen Ungehorsam ab. Er schreibt, ein demokratischer Rechtsstaat kann, weil er seine Legitimität nicht auf schiere Legalität gründet, von seinen Bürgern keinen unbedingten, sondern nur einen qualifizierten Rechtsgehorsam fordern. Qualifizierter Rechtsgehorsam ist eben gerade keine blinde Gesetzestreue. Er ist kritisch und er ist auch selbstkritisch. Und dadurch schließt er auch qualifizierten, weil begründeten Ungehorsam mit ein. Und zwar gegenüber einem legalen, aber als ungerecht eingeordneten Aspekt. Wenn wir das Ganze jetzt auf die Flüchtlingsbewegung übertragen, dann können wir feststellen, dass es viele Aktionen zugunsten von Geflüchteten und flüchtenden Menschen gab. Zum Beispiel die Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Ich habe mich aber an der Stelle gefragt, können auch flüchtende und geflüchtete Menschen selbst zivil ungehorsam sein? Dazu werde ich wieder zwei Beispiele anführen, diesmal von flüchtenden oder geflüchteten Menschen. Das erste ist der March for Freedom in Tel Aviv 2013. Es handelte sich dabei um Menschen, die vor allem aus Eritrea geflohen waren und die auf die Straße gingen mit solchen Transparenten, wie zum Beispiel dem, auf dem Freedom steht. Dadurch, dass sie auf die Straße gegangen sind, wurden die zumeist unsichtbaren Bewegungen öffentlich thematisiert. Das heißt, die Bewegung des Flüchtens wurde von den flüchtenden oder geflüchteten Menschen selbst thematisiert. Und zwar öffentlich. Die Frage blieb aber für mich, sind die Märsche, also zum Beispiel dieser Fußmarsch oder auch die Grenzübertretungen selbst, die ja zuvor stattgefunden hatten, als ziviler Ungehorsam einzuordnen? Ich würde sagen, eindeutig ja. Der Protest, dieses March for Freedom, richtete sich gegen die Immigrationsgesetze. Und die geflüchteten Menschen forderten damit den Flüchtlingsstatus ein. Das heißt, wir haben zunächst einen illegalen Akt, nämlich die illegale Einreise aus Eritrea. Darauf folgt dann aber das Sichtbarmachen dieser Grenzüberschreitung und damit des eigenen illegalen Aktes. Und dadurch, dass sie die eigene illegale Tat, den Grenzübertritt, selbst sichtbar gemacht haben und öffentlich gemacht haben, haben sie nicht nur diese eigene illegale Tat sichtbar gemacht, sondern eben auch das übertretene Gesetz kritisiert. Sie haben auch sichtbar gemacht, dass hier ein Unrecht herrscht. Die Ungerechtigkeit, gegen die sie sich damit gerichtet haben, lässt sich folgendermaßen beschreiben. Die Einstufung als Flüchtling bringt gewisse Schutzrechte mit sich. Schutzrechte, auf die die Menschen aus Eritrea teilweise angewiesen waren.
Um als Flüchtling eingestuft zu werden, ist es aber notwendig, internationale Grenzen zu überschreiten. Sonst werden sie nicht als Flüchtling eingestuft. Das heißt, sie können sich sozusagen nicht im Vornherein als Flüchtling einstufen lassen und dann die Grenze überschreiten. Daraus folgt allerdings, dass im Falle der Verweigerung der legalen Einreise den Menschen nur noch die illegale Einreise bleibt, um anschließend die Schutzrechte wiederum legal in Anspruch nehmen zu können. Die Alternative wäre gewesen, in ihrem Land zu bleiben und der Verfolgung ausgesetzt zu sein. Das ist eine Ungerechtigkeit, die tatsächlich, würde ich sagen, universell nachvollziehbar ist. Sabine Hess hat vor einiger Zeit von der neuen Sichtbarkeit gesprochen in Bezug auf die Flüchtlingsbewegung. Sie hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Grenzübertritte noch vor einigen Jahren in Nacht- und Nebelaktionen stattgefunden haben, unter Lebensgefahr. Das hat sich gewandelt zum öffentlichen Einfordern von Open Borders durch die betroffenen Personen selbst. Die Menschen protestieren damit gegen eine Ungerechtigkeit, die bereits Arendt in ihrem Aufsatz Wir Flüchtlinge kritisiert hat. Nämlich den Konflikt zwischen Menschen- und Bürgerrechten. Allerdings war Arendt auch sehr kritisch gegenüber den Menschenrechten an sich, die sie als einen heuchlerischen Idealismus bezeichnet hat. Sie schrieb, dass nicht eine einzige Gruppe von Flüchtlingen je auf die Idee gekommen ist, an die Menschenrechte zu appellieren. Ich würde sagen, auch das hat sich geändert. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Bilder gesehen von geflüchteten Menschen, die an den Grenzen für Open Borders protestiert haben. Wir haben aber auch kleine Kinder gesehen, die einfach nur Schilder hochhalten, auf denen steht "We are humans like you". Noch klarer könnte wohl kaum an die Menschenrechte appelliert werden. Ein weiteres Beispiel für die neue Sichtbarkeit von Aktionen von Geflüchteten bzw. die neue Sichtbarkeit der Fluchtbewegung selbst ist der Fußmarsch von Würzburg nach Berlin 2012. Wir erinnern uns alle, es war sehr präsent in den Medien mit der Besetzung des Oranienplatzes in Berlin. Und die geflüchteten Menschen in diesem Fall haben damit gegen die Residenzpflicht protestiert. Wir haben hier also wieder eine illegale Tat, nämlich einen Grenzübertritt, der aber nicht wie bei den Eritreern und Eritreerinnen im Nachhinein thematisiert wurde, sondern während sie es taten. Sie haben ja gerade bewusst die Öffentlichkeit auf sich gezogen, als sie das taten. Und deshalb würde ich sagen, dass auch diese Aktion sich als ziviler Ungehorsam einordnen lässt. Und der illegale Akt, nämlich der Ungehorsam gegenüber der Residenzpflicht, gerade dadurch mit der Rorschen Fidelity to Law, also der prinzipiellen Gesetzestreue, vereinbar wird, dass auch in diesem Fall durch das Öffentlichmachen des eigenen illegalen Aktes, der Grenzüberschreitung und dem Verstoß gegen die Residenzpflicht, ein Öffentlichmachen der Illegitimität des übertretenen Gesetzes stattfindet. Insofern zeigten die Flüchtlinge das, was Habermas einen qualifizierten Rechtsgehorsam nennt. Sie haben nicht einfach kriminell gehandelt. Sie haben die Gesetze prinzipiell anerkannt, aber sich gegen einen, zwar legalen, aber als illegitim empfundenen Aspekt gewandt. Und damit haben sie auch begründeten Ungehorsam geleistet. Die illegale Tat der Grenzüberschreitung ist dabei ziemlich deutlich von einem bloß kriminellen Akt unterschieden, würde ich sagen. Und da würde auch wieder Arendt zustimmen. Sie schreibt, Zitat, "Es gibt einen ungeheuren Unterschied zwischen dem Kriminellen, der das Licht der Öffentlichkeit scheut, und dem zivilen Gehorsamsverweigerer, der in offener Herausforderung das Gesetz in die eigenen Hände nimmt. Dieser Unterschied zwischen offener Übertretung des Gesetzes, die vor aller Augen geschieht, und dem geheimen Rechtsbruch, liegt so klar auf der Hand, dass er nur aufgrund vorgefasster Meinung
oder bösen Willens übersehen werden kann. Die Proteste der Geflüchteten haben sich an den Rorschachian Publicly Recognized Principles orientiert, also an den öffentlich anerkannten Prinzipien, zum Beispiel Gleichheit, Freiheit oder Schutz der Person. Sie waren gewaltfrei und sie waren symbolisch. Es war ziemlich eindeutig, wogegen sie sich damit gewandt haben. Das heißt, die beiden Aktionen, die ich vorgestellt habe, erfüllen zunächst Kriterien des zivilen Ungehorsams. Ich habe mich an dieser Stelle aber immer noch gefragt, können Menschen, die keine Bürger und Bürgerinnen sind, überhaupt zivil ungehorsam sein? Manchmal spricht man auch heute noch von bürgerlichem Ungehorsam. Es scheint irgendwie im Begriff mit enthalten zu sein. Aber eben nur scheinbar. Ziviler Ungehorsam kann nur innerhalb einer prinzipiell anerkannten, weil annähernd gerechten Gesellschaftsordnung ausgeübt werden, wenn wir an dieser Stelle Rawls folgen. Aber müssen die Ausübenden selbst ein anerkannter Teil dieser Gesellschaft sein? Wie ist das Verhältnis von Teilen, das heißt von den ungehorsamen Individuen und dem Ganzen, das heißt der kritisierten Gesellschaft, eigentlich genau? Und meine Lieblingsfrage, was heißt hier eigentlich Anerkennung? Schauen wir uns dafür zwei klassische Beispiele des zivilen Ungehorsams an. Henry David Thoreau würde zwar nach Arendt und Habermas aus der Kategorie herausfallen, aber ich nehme ihn trotzdem mal kurz mit auf. Er war Staatsbürger der USA, das heißt, er war ein legal anerkannter Teil des Systems, das er kritisiert hat. Er war legal anerkannter Teil des Systems und er erkannte auch das System an sich prinzipiell an. Er wollte keine Revolution anzetteln, und er wollte die USA nicht komplett umgestalten. Aber durch seinen symbolischen Protest, über den man auch kontrovers diskutieren kann, nämlich die Verweigerung, Steuern zu zahlen, hat er symbolisch protestiert gegen einen ungerechten Aspekt. Er hat das ganz gut begründet, finde ich. Er hat gesagt, ich werde keine Steuern zahlen, wenn sie dafür verwandelt werden, Kriege zu führen, den Mexiko-Krieg, und dadurch die Sklaverei unterstützt wird. Interessant ist jetzt, dass er anerkannter, legaler Teil war. Er war Staatsbürger. Er selbst war allerdings von dem, was er kritisiert hat, gar nicht unmittelbar betroffen. Von der Sklaverei war er nicht betroffen. Zumindest nicht unmittelbar. Und die Frage nach der Betroffenheit wird später noch von Bedeutung sein, wenn wir über Empörung sprechen. Wie ist es aber mit Martin Luther King und Rosa Parks? Sie waren Staatsbürger und Staatsbürgerinnen der USA. Aber, und das ist ein großes Aber, sie waren, wie Arendt schreibt, von der erschreckenden Tatsache betroffen, dass diese Menschen niemals in den ursprünglichen Consensus Universalis mit eingeschlossen waren. Denn die Segregation machte sie zu Staatsbürgern zweiter Klasse. Ein Recht auf die vorderen Plätze im Bus hatten sie nicht. Das heißt, sie erkannten das System, die liberalen USA, prinzipiell an, machten aber auf einen ungerechten Aspekt dieses prinzipiell anerkannten Systems aufmerksam. Nämlich, dass die Bürgerrechte in der Praxis keine Rolle spielten. Sie kritisierten den Consensus Universalis nicht als solchen. Sie erkannten ihn an, aber sie machten gerade darauf aufmerksam, dass er eben nicht Universalis war, weil er nicht universell auf alle Menschen angewandt wurde. Dadurch kommt ihnen ein ganz merkwürdiges Innerhalb und Außerhalb sein bezüglich des Systems zu. Und ich würde sagen, dass auf den Flüchtlingen ein etwas anderes, aber doch auch ähnliches, innerhalb und außerhalb sein, zukommt. Und zwar vor der Einbürgerung. Denn vor der Einbürgerung sind sie juristisch betrachtet außerhalb des Rechtssystems. Viele Rechte kommen ihnen nicht zu. Da ist schon eine gewisse Parallele zur Segregation. Aber, dass sie nicht voll anerkannter juristischer Teil sind, kann sie nicht davon abhalten, am System teilzunehmen, und zwar indem sie es anerkennen.
Und sie erkennen es an, indem sie unter anderem nicht nur Werte und Rechte anerkennen, die auch wir anerkennen, nämlich die Menschenrechte, sondern auch dadurch, dass sie diese für sich beanspruchen. Monika Kierloska-Steinbach wies darauf hin, dass es der Idee eines liberalen Gemeinwesens zuwiderlaufe, wenn nicht, wie sie schreibt, alle Menschen, die liberale Ideale nachvollziehen können, auch Mitglieder dieses Gemeinwesens werden könnten. Und tatsächlich ist es überhaupt kein Merkmal zivilen Ungehorsams, ein legal anerkannter Teil des kritisierten Systems zu sein. Denn ein vollständig anerkannter legaler Teil des Systems waren Martin Luther King und Rosa Parks gerade nicht. Das war genau das, wogegen sie sich gerichtet haben. Wir haben es jetzt hier mit Verstrickungen des positiven Rechts zu tun, aus denen sich Graubereiche ergeben, die sich aber auch positiv nutzen lassen. Weiter noch. Die Anerkennung des Systems selbst bewegt sich auf einer Schwelle. Habermas schreibt, der zivile Ungehorsam muss zwischen Legitimität und Legalität in der Schwebe bleiben. Nur dann signalisiert er die Tatsache, dass der demokratische Rechtsstaat mit seinen legitimierenden Verfassungsprinzipien über alle Gestalten ihrer positiv-rechtlichen Verkörperung hinausweist. Das heißt, dass zivile Gehorsamsverweigerinnen eben kein anerkannter, zumindest kein legal anerkannter Teil des kritisierten Systems sein müssen, wohl aber ein anerkennender. Und es ist interessanterweise gerade der fehlende legale Status der Flüchtlinge, der ihrer Legitimität Bedeutung verleiht, der Legitimität ihrer Protesthandlung, der Grenzüberschreitungen zum Beispiel. Und es ist gerade die Spannung zwischen Legalität und Legitimität, die in diesem Fall zu dem führt, was Habermas qualifizierten Ungehorsam nennt. Deshalb folgere ich, dass Flüchtlinge durchaus zivilen Ungehorsam leisten können. Einen zivilen Ungehorsam zweiter Stufe oder einen weltbürgerlichen Ungehorsam. Ein Ungehorsam, der auf globaler Ebene funktioniert und der eben auch unabhängig von Pässen sein kann. Die künftige gesellschaftliche Transformationskraft wird sich vielleicht erst später zeigen. Das war auch im Fall der klassischen Beispiele zivilen Ungehorsams nicht anders. Den Flüchtlingen den zivilen Ungehorsam abzusprechen, hieße, nicht nur ihr transformatives Potenzial zu übersehen, sondern auch die Grenzen des positiven Rechts zu missachten. Innerhalb der dadurch kritisierten Gesellschaft zeigt sich der Effekt der Aktionen, die ich beschrieben habe, oft als Empörung. Was ist Empörung? Stéphane Hessel formuliert sie tatsächlich als einen Imperativ in seinem kleinen Pamphlet, das mittlerweile in unglaublichen Auflagen und unglaublich vielen Sprachen erschienen ist. Indignez-vous. Empört euch. Ausrufezeichen. Das heißt, wir haben es mit einem Aufruf zu tun, und zwar einem Aufruf zum gewaltlosen Aufruhr. Und der Aufruhr wird noch deutlicher in der englischen Übersetzung, wo der Titel mit Time for Outrage übersetzt wurde. Und es handelt sich um einen Aufruf zum moralischen Aufruhr. Ich behaupte, dass die Fallbeispiele, die ich genannt habe, die Beispiele zivilen Ungehorsams, der von Flüchtlingen ausgeübt wurde, auch aufschlussreich sind für den Charakter der Empörung. Essel beschreibt Empörung als kostbar, précieux. Ihr Gegenteil und das Schlimmste, wie er schreibt, sei die Gleichgültigkeit. Warum ist sie das Schlimmste? Weil mit der Gleichgültigkeit ein konstitutives Merkmal des Menschseins abhanden kommen würde. Nämlich die Fähigkeit zur Empörung und damit zum Engagement, wie er schreibt. In seinem kleinen Pamphlet ist die transformative Kraft allgegenwärtig. Er schreibt, Neues Schaffen heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt Neues Schaffen.
créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Das passt sehr gut zu dem, was Anne Reichhold als transformative Empörung bezeichnet hat. Empörung ist zwar immer ein Verweis auf eine Normverletzung, sie kann aber auch die Forderung der Modifikation des Regelwerks enthalten. Anne Reichhold schreibt, reaktive Haltungen erhalten transformierende Kraft in den Situationen, in denen sich Empörung gegen die bestehenden und akzeptierten Regeln selbst richtet und somit gegen als ungerecht empfundene soziale und rechtliche Rahmenbedingungen einer Gesellschaft. Das heißt, wenn Empörung sich auch auf die Änderung des Regelwerks richtet, rückt sie ganz klar in die Nähe des zivilen Ungehorsams. Denn auch dieser ist ja gerichtet gegen als ungerecht empfundene soziale und rechtliche Rahmenbedingungen einer Gesellschaft. Beide, ziviler Ungehorsam und Empörung, können Katalysatoren für gesellschaftliche Transformationen sein. Und nicht von ungefähr haben Ullmann, Margaret und Sunstein Martin Luther King einen Indignation Entrepreneur genannt, der immer wieder betont hat, dass Empörung angebracht sei und das Risiko, diese Empörung auch zu äußern, die Kosten wert wäre. Bei Essay ist Empörung als Aufgabe formuliert und aber auch unmittelbar mit Moralität verbunden. Das ist jetzt eine andere Moralität als die, die bei Rawls nicht ausreicht, um zivilen Ungehorsam zu legitimieren. Es ist nicht die individuelle Moralität, sondern es ist eine Moralität, die sich gerade an den anderen orientiert, die sich am Common Sense for Justice orientiert. Er schreibt, das Grundmotiv der Resistance war die Empörung. Wir, die Veteranen der Widerstandsbewegung, rufen die Jungen auf, das geistige und moralische Erbe der Resistance, ihre Ideale mit neuem Leben zu erfüllen und weiterzugeben. Mit neuem Leben erfüllen wir diese Ideale, indem wir uns empören und indem wir auch Empörung weitergeben. Und das können auch geflüchtete und flüchtende Menschen. Was passiert, wenn ich zum Beispiel ein Bild sehe von einer jungen Frau mit einem Kopftuch, die sich offensichtlich in einer Grenzregion befindet, mit einem Baby auf dem Arm und einem Schild, auf dem einfach nur steht Open the Borders, deren Blick mich ganz direkt durch die Linse der Kamera hindurch trifft. Was passiert? Ich empfinde vielleicht Scham, die Scham der Privilegierten. Aber ich empfinde immer auch Empörung. Und gerade dadurch hat Empörung immer auch eine moralische Dimension, die sie nochmal in die Nähe des zivilen Ungehorsams rückt. Es geht um etwas, das über meine persönlichen Belange hinausgeht. Wie ziviler Ungehorsam ist sie, wie Habermas in Bezug auf diesen schreibt, weit entfernt von elitärer Gesinnung oder narzisstischem Antrieb. Ganz in diesem Sinne hat Winfried Brugger die Menschenrechte als Antworten auf exemplarische Unrechtserfahrungen beschrieben. Das heißt Situationen, deren Durchleben durch die Betroffenen oder deren Kenntnisnahme durch Dritte zu einem elementaren und gleichsinnigen Urteil als ungerecht führt. Der Appell an die Menschenrechte, egal durch wen dieser Appell erfolgt, ist damit eine Reaktion auf eine Ungerechtigkeit, die als universal anerkannt werden kann. Und das setzt eine Solidarität, ein Mitbetroffensein von Dritten voraus. Brugger schreibt, der Appell richtet sich sozusagen an die Menschheit in uns. Und ein Mitbetroffensein ist gerade auch Kennzeichen der moralischen Haltung der Empörung. Peter Strawson hat sie als sympathetische Haltung beschrieben. Und ich würde sagen, das ist sie, denn ich fühle mit der jungen Frau, die das Schild Open the Borders hochhält. Und ich bin betroffen von der transportierten Kritik.
Strawson beschreibt sie außerdem als impersonal oder stellvertretend und sagt, dass gerade dieser Charakter der Empörung sie primär moralisch mache. Er schreibt: What we have here is, as it were, resentment on behalf of another, where one's own interests and dignity are not involved. And is this impersonal or vicarious character of the attitude, added to its others, which entitle it to the qualification moral? Er räumt sofort ein, dass das ein bisschen missverständlich sei. Er schreibt: Both my description of and my name for these attitudes are, in one important respect, a little misleading. It is not that these attitudes are essentially vicarious. One can feel indignation on one's own account, but that they are essentially capable of being vicarious. Dadurch unterscheidet er Resentment von Indignation, also Empörung. Und Empörung ist eben gerade nicht gezwungen stellvertretend, vicarious, oder unpersönlich, aber sie ist zu einer erweiterten Dimension fähig. Sie ist sympathetisch, denn ich fühle mit der Person, deren Werte und Normen verletzt wurden, ohne selbst unmittelbar betroffen sein zu müssen. Das heißt, ich bin nicht unmittelbar betroffen, aber ich bin auch nicht nicht betroffen. Wenn ich von etwas nicht betroffen bin, dann empöre ich mich nicht. Ich bin mit betroffen mittels einer anderen Person. Und deshalb würde ich impersonal auch nicht als unpersönlich übersetzen, sondern als überpersönlich. Das heißt, wir haben verschiedene Parallelen zwischen dem zivilen Ungehorsam und der Empörung, denn beide sind mit den gemeinschaftlich anerkannten Rawlschen Prinzipien verbunden. Das unterscheidet zivilen Ungehorsam auf der einen Seite von den persönlich motivierten Taten Einzelner. Das würde jetzt auch auf The Road zutreffen. Und auf der anderen Seite unterscheidet es Empörung als eine moralische Haltung von der mehr individuellen Ablehnung, Resentment oder verletzten Gefühlen. Beide weisen eine moralische Dimension auf. Und die Fähigkeit des Mitfühlens, des Mitbetroffenseins, eröffnet der moralischen Haltung der Empörung auch den Raum in die weitere Sphäre der Öffentlichkeit, in der eben auch der zivile Ungehorsam stattfindet. Insofern kommt dem Handeln der Flüchtlinge eine transformative Kraft zu, denn durch sie sehen wir Dinge, über die wir uns empören können und sollten. Insofern würde ich sagen, die Frage wurde heute schon aufgeworfen, können sich zum Beispiel geflüchtete Menschen empören, selbst wenn sie es nicht können, aus welchen Gründen auch immer. Sei es einfach sprachlich, sei es mit Machtstrukturen verbunden, wenn sie sich nicht selbst empören können, haben sie trotzdem ein empörendes Potenzial. Ein empörendes Potenzial kann ihnen zugeschrieben werden, im Sinne Essels, dadurch, dass durch die Offenbarung des Unrechts, zum Beispiel durch Plakate oder auch einfach einen direkten Blick in die Kamera, Empörung in mir wachgerufen wird und ich motiviert werde, mich zu engagieren. Dafür brauchen Sie keine Pässe. Pappschilder reichen völlig. Das Ganze funktioniert, wenn die Aktionen gewaltfrei vonstatten gehen, sichtbar, also öffentlich sind, und symbolisch, zum Beispiel durch Transparente mit der Aufschrift Freedom oder We are Humans. Dadurch wird gemeinsam für liberale Grundwerte protestiert, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Und dadurch fühlen wir, zum Beispiel als Staatsbürger und Bürgerinnen, mit ihnen und empören uns mit ihnen über jene, die sie verurteilen und jene, die sie verfolgen. Und zwar außerhalb und auch innerhalb unserer eigenen Gesellschaft. Insofern kommt ihnen ein transformatives Potenzial zu, das nicht nur ihre eigene Situation betrifft, sondern auch unsere. Empörung als eine sympathetische oder stellvertretende und dadurch primär moralische Haltung
kann auch nur zwischen uns passieren. Genauso wie ziviler Ungehorsam nur gemeinsam realisiert werden kann. Der Unterschied ist, dass Empörung eine Haltung ist und ziviler Ungehorsam eine Handlung oder eben gerade eine Nichthandlung. Zum Beispiel keine Steuern zu zahlen. Die Dimension der anderen ist ihnen aber gemein. Empörung als eine persönliche und zugleich aber auch andere prinzipiell betreffende Haltung kann dabei Protesthandlungen wie zivilen Ungehorsam auslösen. Diese können wiederum neue Empörung hervorrufen und so weiter. Das gesellschaftliche Transformationspotenzial dieser empörten oder empörenden Haltung und der ungehorsamen Handlung liegt gerade darin, dass sie sich um Ansprüche und Normen drehen, die uns gemeinsam betreffen. Und es sind gerade solche Ansprüche und Normen, die immer wieder neu verhandelt werden müssen. Elif Özman kritisiert eine scheinliberale Haltung. Und sie schreibt im Anschluss an Habermas, vorschreiben könne man nur solche Normen, Zitat, die von den persönlichen Umständen und partikularen Kontexten abstrahieren und für allgemeine vorschreibende Regeln und Prinzipien stehen, an denen das individuelle bzw. kollektive Handeln orientiert werden soll. Die einseitige Forderung nach Anerkennung der in Anführungszeichen richtigen Werte, man denke an Kopftuch- oder Burkini-Debatten, verstößt meines Erachtens dabei selbst gegen einen Wert, den ironischerweise die Scheinliberalen für sich beanspruchen, nämlich egalitäre Anerkennung. Das heißt, eine gegenseitige Anerkennung individueller Interessen, die eben gerade so weit übereinstimmen müssen, dass die Gemeinschaft konfliktfrei gestaltet werden kann. Ich würde behaupten, dass jene, die von den Flüchtlingen eine einseitige Anerkennung der sogenannten westlichen Werte fordern, aus der diskursiven Vernunft ausgestiegen sind, ohne es zu merken. Und wer sollte sie darauf aufmerksam machen, wenn nicht die Flüchtlinge selbst? Vielen Dank.